Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. In diesem Video seht ihr, wie wir von Küstenstädtchen zu Küstenstädtchen fahren, in welchen Dörfern und Orten wir waren, unter anderem in Saint-Maxime oder in Saint-Tropez, was wir alles erlebt haben und was wir alles Leckeres gegessen haben, seht ihr nach dem Intro. Just Lally Day, das sind wir, Diane und Frank. Wir haben das Reisen für uns entdeckt und möchten noch viele schöne Plätze auf der Welt kennenlernen. Mit unserem Wohnmobil der Ella oder mal mit dem Flieger an ferne Ziele erkunden wir die schöne weite Welt. Hör doch mal die Schlammscheiße an hier! Oh. Die fältigen Menschen, die wir auf unseren Reisen begegnen, können wir immer was lernen. Auch die vielen kulinarischen Genüsse in den verschiedenen Ländern bereichern unsere Hobbyküche. Auf jeder Reise lernen wir neue Menschen kennen, die zu Freunden werden. Kommt mit und wir machen uns schöne Lollidays. Wir fahren heute mit dem Fahrrad nach Saint-Tropez und da besuchen wir einen alten Bekannten. Und da könnt ihr mal raten, wer das sein könnte. Ja. Nein, was? Nö, ja, wer? Heute machen wir einen Ausflug nach Saint-Tropez und starten in Saint-Maxime. Auf halber Strecke besuchen wir die Lagunenstadt Port Grimaud. Weiter geht die Fahrt nach Saint-Tropez. Für alle, die Louis de Funès Fans sind, ist der Besuch in Saint-Tropez ein absolutes Muss. In Saint-Tropez angekommen, machen wir uns auf die Suche nach der berühmten Gendarmerie. Wir fahren durch verträumte Gassen, radeln an edle Restaurants vorbei und bewundern die vielen Skulpturen, unter anderem die von Brigitte Bardot. Wir sind jetzt endlich bei meinem Freund Louis de Funès angekommen, in der Gendarmerie in Saint-Tropez. Für einen Eintritt von 5 Euro pro Person werden wir in die alten Zeiten des Filmes versetzt. Ach, ist das schön hier. Erinnerungen werden wach. Hello,
it? Are you ready? Ja. Entscheiden wir uns, mit der Fähre zu fahren. Wir starten im Hafen von Saint-Tropez und fahren an den teuren Yachten vorbei und genießen die Überfahrt. Für die Überfahrt zahlen wir für 2 Personen und 2 Räder 24 Euro. I'll slip into your dreams tonight. Oh, so give me, your all. I'll take it, to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me break in your sweet. You're falling into me, touch me, I swear. You would do anything that I want, so keep us awake till the dawn. Baby, we're gonna make you sweat on me. I wanna make you sweat on me. I got you wrapped around my finger, but don't you try to call me tomorrow. Just watch me break in. Am nächsten Tag entspannen wir in Saint-Maxime und gehen einfach nur baden. Am dritten Tag erkunden wir Saint-Maxime und finden eine Fischhalle. In dieser Halle werden die leckersten Meeresfrüchte angeboten. Da fackeln wir natürlich nicht lange und greifen zu. Austern, Wellhornschnecken und Krevetten werden gereicht. Mmh, köstlich. About the things we
used to do. No, you couldn't stand tall. So why didn't you call? So many years has gone by, but I think about you all. Mein Lieblingsgeschäft, Fisch. Looks like you're changing and all. But why didn't you call? Ich bin schon wieder hier im Himmel angekommen. Wir haben uns hier wieder eine schöne Platte bestellt mit Austern und Seeschnecken. Ah, ich bin richtig begeistert. Da kann man Glück kaum fassen. Nachdem wir unsere Leidenschaft für Austern entdeckt haben, dachten wir uns so, die kann man auch bestimmt selbst kaufen und selbst öffnen. In einem Supermarkt haben wir dann ein Austernmesser bekommen, Austern gekauft und siehe da, schwuppdiwupp, das geht auch im Van. Wir zahlen im Schnitt 5 Euro für ein Kilo Austern. Und am besten ist das Meerwasser da drin. Leute. Weiter an der Mittelmeerküste fahren wir nach Bormley-Mimosa. Zwischendurch machen wir einen Badestopp und springen ins glasklare Meer. Nach dem Baden fahren wir einen Supermarkt an und gehen Wäsche waschen.
smiler makes the sun rise. You make it shine, but I can see that you don't realize. Am nächsten Tag fahren wir in den wunderschönen Ort hinter Toulon nach Cy-Fort-la-Plage. Wir sind gerade an den nächsten Ort angekommen. Da hat der Frank einen schönen Stellplatz am Hafen rausgesucht. Und wir sind direkt ins glasklare Wasser gesprungen. Und das ist so ein schöner kleiner Platz hier. Wir zahlen 13,61 Euro am Tag. Wir haben einen Stellplatz direkt am Hafen mit Strandzugang, mit Dusche, mit WC. Wir können unser Geschirr abwaschen. Wir sind mega happy und wir werden jetzt noch 2 Tage verlängern. Every day we do this love for life. I have seen you here before. Mit dem Fahrrad fahren wir am Morgen nach Saint-Rue-sur-Mer und besuchen den regionalen Markt. Dort haben wir handgemachte Zitronentortellinis gekauft. Und was sollen wir sagen? Es ist mega geil. Wir haben heute schon wieder Austern gekauft auf dem Markt. Wir essen gleich noch ein paar Schnecken. Heute Abend mache ich ein bisschen Lachs mit Zitronenpasta. Und wir genießen das Leben.
Tuesday morning. Sun high in the sky and I felt free. You did your best and I ignored the warnings. And fair enough, I guess I didn't wanna see. I wanted an adventure. I wanted something new. I gave you half my heart and figured there is just no trust in you. Fool you, I will fool you, I will fool you. 'Cause you're never gonna get the best of me. Am frühen Morgen laufen wir in den Ort und freuen uns an den vielen tollen Ständen. I look into your eyes, I see we're out of time. I guess no one's to blame, nobody crossed the line. I guess we couldn't see, somehow we couldn't feel. Am Nachmittag holt uns unsere neue Bekanntschaft Bruno und Rosette ab, um uns Toulon zu zeigen. But I remember days of wonder. We were always gonna. In the center of the town, but it's not like at the Sablé to go after, because it's a bit late now. Also, wir haben eine schöne Begegnung mit Rosette und Bruno und Bruno Breuninger, der uns heute so lieb nach Toulon gefahren hat und Toulon zeigt. Vielen Dank. Hallo, wir sind in Toulon und haben ganz liebe Menschen kennengelernt, Bruno und Rosette. Sie leben hier vor Ort, sind vor 10 Jahren hierher gezogen und genießen ihre Rente, weil es hier eigentlich ein wärmeres Klima ist. Und wenn ihr hier in der Gegend seid und ihr möchtet euch das angucken, dann nehmt Bruno, er ist ein super Reiseleiter. Er erklärt euch alles in Englisch, in Französisch, ein bisschen in Deutsch. Er holt euch, wenn ihr in Toulon auf dem Flughafen seid, er holt euch ab. Er fährt euch durch die Gegend gegen eine kleine Spende. Nutzt das. Sagt Bescheid, ruft ihn an. Und jetzt. Hello, I am Bruno, I'm French and I would like to welcome any foreigners here, German, English, any kind, and you are very welcome. I can be your guide if you want to show you some marvelous place around here in the suburbs of Toulon, and we are living in Sanary and Sifou. Les plages, but there are many places very nice at 50 to 20, 30 kilometers around here, and you won't be disappointed by your coming over here. So welcome and hope to see you one day. Bye bye. Wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr unsere Reise weiterverfolgen möchtet, dann abonniert gerne kostenlos unseren YouTube-Kanal. Das würde uns sehr freuen und begleitet uns weiter auf unserer Reise. Hallo, wie fand's Hinterhold? Ja, interessant. Also wir haben heute super viel unternommen. Wir sind früh gestartet, sind hier nach Saint-Marie gelaufen, über den Markt, haben kulinarisch alles abgearbeitet, was Diane so auf der Liste hatte. Croissant. Eine Tarte, also einen saftigen Kuchen.
Danach gab es ein dickes Hähnchen. Wir sind wieder zurückgelaufen. Auch noch über den Markt gelaufen. Da haben wir noch nicht genug. Dann haben wir eine Fahrradtour gemacht auf eine Insel, sind wieder gelaufen. Und dann kam witzigerweise auch noch die Tour nach Toulon, wo wir auch wieder gelaufen sind. Weiß ich, wie viele Schritte hattest du? 17.000? 17.000. Also wir sind gelaufen, 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 Fahrrad gefahren, und geschwommen, haben eine ganze Menge gesehen. Und die lieben Menschen haben uns heute Toulon gezeigt. Bruno und Rosette. Ganz, ganz toll. All you need is love. Vision again. Boy, cheers, everybody. Cheers. Boss. And all besser für alles. Liebe Menschen kennengelernt. Sagen wir nochmal im Schnellvornamen.